noch so Härchen? Besser? Naja. Hallo aus Deutschland. Ich bin vor ein paar Tagen gelandet und jetzt bin ich gerade bei meinen Eltern in... Hier bin ich ein bisschen auf dem Land. Und jetzt, nachdem ich letzte Woche so ein bisschen Zeit mit Freunden verbracht habe und jetzt diese Woche mit meinen Eltern, wollte ich über ein Thema sprechen, wo ich mir bei der Vorbereitung schon viele Gedanken gemacht habe. Über das Alleinesein. Freunde und meine Eltern haben mich gefragt, wie das denn so war, so komplett ohne Freunde und Familie in ein neues Land zu gehen, ohne Leute zu kennen. Manche haben gesagt, sie könnten das überhaupt nicht, es würde so viel fehlen dabei. Und das kann ich auch verstehen. Ja, klar, Freunde haben mir auch gefehlt oft. Ich war allerdings überrascht, wie das dann doch funktioniert hat. Simple Tools, wie zum Beispiel Tinder auf dem Telefon oder die Hashtag Nomad-Slack-Gruppe von Nomad-Trips haben mir viel geholfen. Gerade am Anfang in Chiang Mai war die Community sehr stark und man hat viele Leute getroffen. Das DNX-Camp habe ich viele Leute getroffen und auch später dann in anderen Ländern. Man lernt dann unterwegs ja neue Freunde kennen, die so ein ähnliches Mindset, so ein ähnliches Leben haben. Und das ist halt auch so die Challenge, die man hat, wenn man nicht alleine sein will. Dass man eben rausgehen muss. Ich habe beim CrossFit Leute kennengelernt, mit denen ich noch Kontakt habe und die ich auch wiedersehe. Und dann, klar, es ist auch manchmal schwierig dann, die bestehenden Freundschaften irgendwie zu pflegen, wenn das eigene Leben sich so komplett verändert mit der Zeit. Und das Leben der anderen verändert sich ja auch, aber vielleicht in eine andere Richtung und da trotzdem irgendwie Kontakt zu halten, das kann schon manchmal schwierig sein. Ich weiß auch von anderen, dass das immer ein großes Thema war. Und deswegen würde mich das auch von anderen Nomaden und viel Reisenden mal interessieren. Schreibt es doch mal in die Kommentare, was so eure Erfahrungen waren, wie ihr neue Leute kennenlernt. Ja, was ihr da so für Erfahrungen gemacht habt, würde mich sehr interessieren. Vielleicht auch, was ihr besser machen wollt, was ihr anders machen wollt. Das wäre, glaube ich, ganz spannend. Es gab auch so einen Punkt, da wollte ich schon mal so ein Video machen, darüber sprechen, weil ich auch irgendwie alleine war und so viel Zeit mit mir verbracht habe. Und irgendwie alle waren woanders gerade. In den nächsten Wochen habe ich dann so viel Zeit mit anderen Leuten verbracht und habe so Leute kennengelernt. Und dann war irgendwie kein Platz mehr für dieses Video und die Stimmung war plötzlich anders. Und das fand ich ganz schön. Bei vielen Freunden hier hatte ich dann auch das Gefühl, dass irgendwie so kaum Zeit vergangen ist. Ist ja auch nur 7 Monate quasi. Und dass man dann irgendwie quasi weitermacht, wo man aufgehört hat, ohne dass irgendwie was passiert wäre. Da bin ich auch dankbar für. Ich bin hier bei meinem Vater im Büro und da sind so neue Musikinstrumente angekommen. Besser, um genau zu sein. Und die müssen jetzt mal fotografiert werden. Mal gucken, ob ich da irgendwie helfen kann. Instagram-Stories, neue heiße Ding. Ich bin jetzt eben noch mal raus, ein bisschen die Natur anzuschauen und Sachen aufzunehmen. Also es ist ja schon schön hier, das muss ich ja schon zugeben. Das war's schon von hier aus Desloch. Und was in Frankfurt für Sachen passieren in den nächsten Wochen, da reden wir in den nächsten Videos drüber. Und für jetzt sage ich erstmal, ich brauche noch so einen Spruch fürs Ende. Lebe das Abenteuer, bumm. Ich glaube aber, das hat schon mal jemand. Für jetzt, das war's.